Angelehnt an die SD-Box der letzten Folge schauen wir uns nun einmal eine weitere, wie ich finde, absolut geniale Entwicklung für den Amiga Parallelport an. Mit SD-Karten zu hantieren ist ja recht und schön, aber warum sollte man das machen wollen, wo doch quasi heutzutage jeder zu Hause sein eigenes kleines Netzwerk hat? Da ist es doch nur naheliegend, wenn auch der Amiga in dieses Netzwerk eingeklinkt wird. Wie auch bei der SD-Box ist das Thema Netzwerk bei den großen Amigas, also 2000, 3000 und 4000, gleichsam bei 1200 und 600 kein so schwieriges Unterfangen, denn Netzwerkadapter als Steckkarten für den Zorobus und den PCM-CIA-Slot kann man heute noch relativ problemlos erstehen. Was ist aber nun wieder mit dem berühmten unteren Ende der Nahrungskette? In dieser Folge schauen wir uns ein mögliches Netzwerksetup für einen nicht mehr ganz unfrisierten Amiga 500 an. Hier ist der Chips 98, die Plipbox. Aufgabenstellung. Wir haben wieder unseren Amiga 500, den wir aus der letzten Folge kennen. Also ein ganz normaler 500er mit OCS-Chipset, einem halben Megabyte Chip-RAM und noch einem halben Megabyte Slow-RAM im Trapdoor-Slot, Kickstart 1.3, 68.000er Prozessor bei 7,09 MHz und links ist unser A590 Festplatten-Controller angeflanscht. Ziel soll es nun sein, einen Datentransfer zu einem Windows-PC herzustellen, der sich in unserem heimischen Netzwerk befindet. Und tun wir mal so, als wäre der PC modern und hat keinen seriellen Port mehr fürs Nullmodemkabel. So soll es also sein. In Gedanken kann man sich die dafür nötige Software schon zusammenspinnen. Wir brauchen in jedem Fall einen TCP-IP-Stack, ein Transferprogramm, vielleicht noch ein wenig drumherum, alles in allem aber dürfte da nichts Neues dazukommen, was wir nicht schon in vorherigen Folgen der Yesterchips behandelt haben. Einzig bleibt die Frage offen, welche Netzwerkkarte hier nun zum Einsatz kommen soll. Sicher, es gibt klassische Hardware für den seitlichen Erweiterungsport, die Ethernet-tauglich sind. Von Hydra Systems die AmigaNet 500 zum Beispiel. Damit kommen aber zwei Probleme auf. Zum einen brauchen wir den seitlichen Port für unsere Festplatte, es ist also kein Platz für die Netzwerkkarte da, und zum anderen, tja, versucht mal so einen Netzwerkadapter heute zu finanzieren und vor allem erstmal zu finden. Nein, ihr seht schon, worauf es hinausläuft, Sparbrötchen und Grips sind mal wieder gefragt und hier kommt die Plipbox von Lalafa ins Spiel. Sorry, falls ich den Namen jetzt falsch ausspreche. Das genaue Fertigstellungsdatum der Plipbox konnte ich nicht recherchieren. Da aber das erste Software-Release von 2012 ist, dürfte das in etwa hinkommen. Das ganze Dingelchen basiert, wie auch die in der letzten Folge vorgestellte SD-Box, auf einem Arduino Nano. Der sitzt auf dieser Platine hier. Darunter befindet sich das dazu passende Ethernet-Modul und ganz unten eine passive Adaptionsplatine auf den 25-poligen D-Sub-Anschluss des Amigas. Gleichsam der SD-Box muss man auch bei der Plipbox den Arduino, zumindest in der mir vorliegenden Bauform, extern mit 5 Volt Gleichspannung versorgen. Es ist ja hier kein Problem, ich habe unser Handy-Ladegerät mit Mini-USB-Kabel noch von der vorherigen Folge rumliegen. Diese Sandwich-Bauweise stellt eine ältere Erscheinungsform dar. Mittlerweile gibt es eine deutlich kompaktere Version davon. Es sieht dann so aus. Und selbstredend gibt es auch schon schöne Gehäuselösungen dafür. Die Plipbox ist ebenfalls ein freies Do-it-yourself-Projekt. Alle notwendigen Infos zum Aufbau der Hardware und zum Flashen des Arduinos findet ihr auf der Homepage von Lalafa oder mittlerweile auch in anderen Quellen, wie etwa dem A1K-Forum.
Meine Blipbox hier hat mir die olle Kunigunde, die übelste Schlampe unter meinen Groupies, kostenlos überlassen. Fix und fertig aufgebaut, programmiert, aber natürlich wie immer ungetestet. Auf die Bitch konnte ich mich noch nie verlassen. Umso kurioser, dass das, was mir die bärtige Lady hier geschickt hat, auf Anhieb funktioniert hat. Ja, das wär's in Sachen benötigter Hardware. Naja gut, ein Ethernet-Kabel, welches mit unserem heimischen Netzwerk verbunden ist, das setzen wir mal voraus. In Sachen Software holen wir uns das Notwendige aus dem Internet. Zunächst einmal das Plibox-Device, welches der Amiga, respektive der darauf laufende TCP-IP-Stack, braucht, um die Plibox an seinem Parallelport ansprechen zu können. Dies bekommen wir ebenfalls auf Lalafas Seite. In dem ZIP-File ist noch eine Menge anderes Zeug. Das, was wir brauchen, befindet sich hier. Je nachdem, welchen Prozessor man im Amiga nutzt, wählt man die entsprechende Datei. In unserem Fall ist es der normale 68000er, also nehmen wir die 000-Device-Datei. Ich möchte Miami als TCP-IP-Stack einsetzen, welches wir aus Folge 4 kennen. Die Installation und Einrichtung wird in eben dieser Folge im Detail beschrieben, sodass ich hier etwas schneller durchgehen werde. Aus dem Aminet ziehen wir uns also von Miami 32B die Main, die 000 und die GTL-LHA-Datei. Wer das Ding unbedingt auf Deutsch braucht, kann sich auch noch die DOI herunterladen. Ich erspare uns das jetzt mal. In jedem Fall aber brauchen wir noch den Installer in der Version 43.3. Den Installer braucht ihr natürlich dann nicht, wenn ihr schon die gleiche oder eine neuere Version davon habt. Und wenn ihr noch keinen LHA-Endpacker habt, dann schnappt euch den gleich noch mit dazu. Ich nehme hier absichtlich die Evaluation-Version E138, die läuft nämlich auch unter KIC 1.3. Als Transferprogramm soll der gute alte Amiga Explorer zum Einsatz kommen. Hiervon brauchen wir nur die Datei A-Explorer und die dazugehörende .info-Datei. Nähere Infos hierzu in Folge Nummer 3. Jetzt wird's ein bisschen blöd. Unser A500 hat ja, in Anführungszeichen, nur Kickstart 1.3. Mir ist kein TCP-IP-Stack bekannt, der unter KIC 1.3 kompatibel zu dem ist, was wir nun vorhaben. Miami allerdings braucht mindestens Kickstart 2.0.4. Es nützt also nichts, irgendwie müssen wir ein neueres Kickstart in den 500er kriegen. Doch halt, diese Folge findet ohne Werkzeug statt. Schauen wir doch mal da. A590 Plattencontroller. Wir entsinnen uns der Folge 63 und wissen daher, dass in dieser Box nicht nur die Festplatte sitzt, sondern auch 2 MB Fastram schlummern. Kickstart 3.1, nehmen wir gleich was Gescheites, fast etwa ein halbes Megabyte. Es wäre jetzt doch schön, wenn wir softwareseitig damit unseren Amiga quasi re-kicken könnten und ja, das geht. Dazu braucht man das Tool Re-Kick und eine Datei, welche das gewünschte Kickstart enthält. Das Ganze hier ist eine Beta, weswegen beim anschließenden Neustart auch diese Meldung hier erscheint. Woher ich Re-Kick und das 3.1er Image habe? Ja, gut, okay. Also offiziell habe ich keine Ahnung, inoffiziell habe ich einfach mal danach gegoogelt. Auf meiner Festplatte hier befinden sich 2 Workbenches, 1.3 und 3.1. Beim Starten habe ich eine Abfrage in die Startup Sequence eingebaut, ob man Kickstart 3.1 re-kicken möchte oder nicht. Und wenn ja, dann wird auch gleich die passende Workbench 3.1 dazu geladen. Wie sich das im Detail bewerkstelligen lässt, seht ihr in Folge 25. Wie man nun die heruntergeladenen Dateien auf die Amiga-Festplatte bekommt, ist erstmal eurer Kreativität überlassen. Ich habe dafür die SD-Box benutzt. Das Plibox-Device gehört nach Devs Networks. Wobei ihr bei einer sauberen Workbench 3.1 Installation das Verzeichnis Networks erst anlegen müsst. Wir kopieren also Plibox Device Release 000 nach Devs Networks Plibox Device.
Wir starten nun unseren selbstentpackenden Entpacker LHA E138 Run. Einmal Yes. Und den Rest skippen wir. Und von dem ganzen entpackten Gekröse behalten wir nur die Datei LHA, welche wir ins C-Verzeichnis kopieren. Da wir hier eine nackige, klassische Workbench 3.1 installiert haben, entpacken wir jetzt den Installer 43.3 und schieben allein die Datei namens Installer ebenfalls nach C. Jetzt entpacken wir die LHA-Container von Miami. Normalerweise lege ich temporäre Dateien in die RAM-Disk, aber dafür ist dort jetzt nicht mehr genug Platz, denn das Kickstart 3.1 hat sich ja dort breit gemacht, also kommt das Zeug erstmal direkt auf die Festplatte. LHAX, Miami 2.3, ja gut, ihr wisst ja mittlerweile, wie das geht. Es wird ein Verzeichnis namens Miami 32B Install angelegt, in welchem alle nötigen Dateien für die Installation landen. Dann führen wir Install Miami aus und auch auf diesen Vorgang gehen wir nun nicht mehr im Detail ein. Aufpassen allerdings, die Installation legt kein eigenes Unterverzeichnis an. Wenn ihr euch also nicht zumüllen wollt, nehmt ihr euch die Zeit, um ein Miami-Verzeichnis anzulegen. Im weiteren Verlauf müsst ihr halt noch darauf achten, dass ihr die 68.000er Version und GTL auswählt, denn die anderen Komponenten, wie etwa MUI, haben wir ja nicht heruntergeladen. Nach der Installation machen wir den Amiga aus. Auftritt der Plipbox. An den Parallelport anstecken, Stromversorgung anstecken, LED geht an, schon mal gut. Jetzt das Ethernet-Kabel verbinden. Auch gut. Und nun den Amiga wieder starten. Wir öffnen Miami und richten es so ein, wie wir es in Folge 4 schon getan haben, passend zu unserem Netzwerk eben. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir unter Interface als Driver Devs Networks Plipbox Device eintragen. Ein erster Test, um das Gewissen zu beruhigen, ist der Klick auf die SANA 2 Parameters und nun Query Device. Wenn hier nun eine MAC-Adresse und keine Fehlermeldung auftaucht, dann ist bis jetzt alles bestens gelaufen. Wenn ihr das Miami Setup beendet habt, denkt daran, es zu speichern. Ich mache das gerne als Default. Jetzt setzen wir die Kiste online. Machen wir mal einen kleinen Test, indem wir die Amiga-IP-Adresse vom PC aus anpingen. Yes, sieht gut aus. Jetzt starten wir auf Amiga-Seite den Amiga Explorer und tun auf der PC-Seite das gleiche. Thank you.
Denkt hier dran, die IP-Adresse des Amigas zuvor einzugeben und die Packet Size sollte korrekt eingestellt sein. Ich fange hier immer erstmal bei 512 an und arbeite mich dann langsam hoch. Und da haben wir es. Unser Windows-PC kann nun ganz geschmeidig via Ethernet auf die Ressourcen unseres Amiga 500 zugreifen. Mission accomplished. Jetzt wollen wir aber freilich noch mehr haben. Unser 500er hängt jetzt etwas zu unmündig, hündisch am Amiga Explorer. Das ändern wir jetzt. Wir wollen direkten Zugriff auf eine Netzwerkfreigabe haben. In unserem Fall hier nun auf einen Network Attached Storage, kurz auf eine NAS. Dazu besorgen wir uns aus dem ArmyNet SMBFS. Auf dem Amiga entpacken wir wieder das ganze Zeug. SMBFS erzeugt beim Entpacken ein Verzeichnis namens SMBFS-1.74-68K. Damit sich das einfacher finden lässt, benennen wir es einfach mal um in SMBFS. Ich wollte eigentlich mit dem SMB-Mounter hier eine GUI mit dazu packen. Lässt sich einfacher bedienen, sieht schöner aus, aber der schmiert mir beim Starten ab. Also müssen wir uns spartanisch einfach mit der Shell begnügen. Starten wir erstmal wieder Miami und setzen den Amiga online. Jetzt gehen wir in das SMBFS-Verzeichnis und geben nun ein run nil SMBFS workgroup gleich Heimnetz, user gleich admin, password gleich service server n server volume n. Ist klar soweit, ne? Wobei das Ganze freilich an eure Netzwerkgegebenheiten angepasst sein muss. Workgroup ist klar, das ist der Name eurer Arbeitsgruppe im Netzwerk. User und Password bezieht sich auf die Netzwerkfreigabe, an welche ihr euch anmelden möchtet. Und Service beschreibt den Netzwerkpfad, den ihr nutzen möchtet. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr den Pfad ja auch erstmal im Windows Explorer testen, ob ihr dort landet, wo ihr hin wollt. Nach Return wird jetzt ein Laufwerk, ein Volume namens N, angelegt und siehe da, wir haben direkten Zugriff auf unseren Netzwerkspeicher. Damit man diesen ganzen Battle nicht jedes Mal eingeben muss, könnt ihr euch freilich auch ein kleines Skript dafür schreiben mit eben diesem Inhalt. Wenn es für euch nötig sein sollte, lest euch die README von SMBFS halt mal durch. Man kann noch viel mehr Einstellungen vornehmen, auf welche wir jetzt hier nicht eingehen. Die Geschwindigkeit ist freilich nicht gerade berauschend. Ich hab's mit etwa 20 Kilobyte die Sekunde gestoppt. Das ist aber auch ganz heftig von der Systemleistung abhängig. Mit einer 030er Turbokarte und etwas mehr Fastram kann man schon 50 Kilobyte die Sekunde herauslutschen. Um die Verbindung zu beenden, beenden wir einfach Miami. Es wird anzeigen, dass die Verbindung noch genutzt wird. Egal, einfach abwürgen und weg ist es. Kann ich denn jetzt damit mit meinem Amiga 500 ins Internet? Ja, freilich kannst du das. Die Frage ist halt nur, ob du das auch willst. Mit 7 MHz, praktisch keinem freien Arbeitsspeicher mehr? Nee, das ist Quälerei. Bleiben wir lieber beim Datentransfer im lokalen Netz, meinetwegen auch noch via Internet über FTP, aber bunte Bilderseiten angucken, das ist was für die Upper Class. Selbstverständlich handelt es sich bei dem eben hier vorgestellten Prozedere wieder lediglich um einen Serviervorschlag. Viele Wege führen nach Offenbach und wir beschritten hier eben diesen einen speziellen Pfad, den ich eingeschlagen habe, um meinen eigenen Bedürfnissen nachzukommen. In der Hauptsache war ich neugierig auf die Plibox und unterm Strich muss ich sagen, dass mich dieses kleine Teufelchen schon begeistert. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es kostengünstige, einfach gestrickte Hardware für den Amiga geben kann, die ihn mit der Welt von heute in Verbindung treten lässt und die in Betrieb genommen werden kann, ohne dass man auch nur einmal einen Schraubendreher in die Hand nehmen muss. Jetzt zum Schluss vielleicht noch ein Tipp, wie man dieses Setup auch mehr oder minder schnurlos hinkriegen kann.
Ich hatte noch einen WLAN-Repeater rumfliegen. Den habe ich mir als Access Point eingerichtet und mit der Plipbox verbunden. Es geht auch einwandfrei. In Sachen Geschwindigkeitsverlust müssen wir uns ja auch keine Gedanken machen, aufgrund des Flaschenhalses namens Parallelport. Das wär's zur Plipbox gewesen. Ich hoffe, ihr könnt ein klitzekleines bisschen meiner Begeisterung für das Dingelchen teilen. Immerhin ist das Teil universell an beinahe jedem Amiga einsetzbar. Alles, was vorhanden sein muss, ist ein freier Parallelport. Bis zum nächsten Mal, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.